Hallo zusammen. So, nach etwas längerer Zeit melde ich mich mal wieder. Und zwar wird das heute im Prinzip so der erste Vlog oder das erste Video schon zu unserer Karibik-Cruise, die ja erst im Dezember startet. Die geht ja über Silvester. Ich habe das schon mal erwähnt. Wir fahren da mit Freunden. Ja, und ich habe dann natürlich gesagt, das möchte ich auch wieder dokumentieren. Habe das ja das allererste Mal gemacht, als wir die Reise nach New York hatten. Da war man aber noch so unerfahren. Ich habe das Handy immer hochkant gehabt, anstatt quer. Das ist alles nicht so ganz das geworden, was es sollte. Die Videos sind ja auf dem Kanal, aber es ist jetzt eher so eine schöne Erinnerung, die aber eher Mist geworden ist, sage ich jetzt mal. Ja, mittlerweile hat man sich ein bisschen geübt und es wird besser und deswegen wird das Video dann von der Karibik Cruise hoffentlich auch so, dass ich es immer wieder gerne anschaue und vielleicht halt ein paar andere Leute noch mit. Ja, und ich habe gedacht, wenn, dann möchte ich das alles chronologisch machen, was eben zu dieser Reise gehört. Und zur Reise gehören eben auch Reisevorbereitungen. Wie gesagt, wir sind insgesamt 7 Leute. 6 Leute, die sich eben aus einem Fanclub kennen oder aus unserem Fanclub kennen, die mittlerweile eben auch Freunde geworden sind. 5 von uns, sprich mein Mann und ich und noch 3 andere von den Freunden, waren schon 2017 gemeinsam das erste Mal auf Kreuzfahrt. Wir haben die so ein bisschen angesteckt mit unserem Kreuzfahrtfieber. Ja, und jetzt machen wir das so, oder ist es geplant, alle 2 Jahre so ein bisschen zu machen? Dieses Mal kommt noch eine liebe Freundin mit, die Silke. Die kennt ihr von den Videos auch noch aus dem Allgäu, wo wir auch waren. Ist auch Mitglied bei uns im Fanclub. Sie nimmt ihre Mama noch mit, weil die immer ganz viel zusammen machen. Das ist auch eine super liebe Lustige, die haben wir im Allgäu kennengelernt. Ja, und dementsprechend freuen wir uns riesig auf diese Tour. Los geht's hier dann eben am 27. Dezember ab Düsseldorf. Dann fliegen wir erst über Warschau, steigen da einmal um und dann weiter nach Miami. War einfach günstiger und die Umstiegszeit ist dort okay. Von daher sehen wir da kein Problem. Ja, und jetzt haben wir dann so irgendwann mal zwischendurch gesagt, wir wollen uns vorab nochmal einen Abend treffen, um dann nochmal so genauere Details zu besprechen, vielleicht auch noch so ein bisschen was zu planen. Wir haben schon gemeinsam ein paar Landausflüge geplant und auch gebucht. Einmal direkt über Royal Caribbean was und dann eben auch nochmal so einen externen Anbieter. Dazu mache ich dann auch nochmal genauer was. Heute jedenfalls bereite ich dann dieses Wochenende quasi vor, denn am Samstag Abend kommen die Freunde oder einer dann schon nachmittags, der kommt aus Herne und von daher will ich das so ein bisschen vorbereiten. Und ich bin nur so ein Mensch, ich möchte dann so auch so das gewisse Feeling dafür haben und bastle im Moment schon so ein bisschen an Deko, habe auch schon so eine Überlegung wie so ein Motto. Das heißt, Samstagabend wird es bei uns dann auch Hot Dogs geben, ein bisschen was vielleicht an Cocktails, wie auch immer, weil wir starten ja halt aus Amerika, sprich aus Miami. Und dann mal sehen, was sich sonst noch ergibt. Ja, und was ich so an Tischdeko jetzt als erstes schon geplant habe, zeige ich euch gleich auch nochmal. Ja, und das ist quasi dann jetzt so das, was ich jetzt vorbereite. Und dann geht es am Samstag quasi das erste Mal so richtig in die Vorbereitung mit allem Mann. Und dann bin ich schon ganz gespannt, was wir uns da noch überlegen. Und natürlich will mich dann auch die fertige Deko, die Hot Dogs und so weiter. Aber das eben erstmal so diese Ankündigung, was es eben so quasi als Einstieg gibt. Und dann ist es ja auch nicht mehr so lange, denn das kommt schneller, als man denkt. Es war noch über ein Jahr, als wir diese Kreuzfahrt gebucht haben. Und jetzt ist es eigentlich schon bald so weit, dass es losgeht. Ich beschäftige mich auch schon so ein bisschen damit, was soll denn die Koffer? Wir haben diesmal nur einen großen Koffer für jeden im Flug mit drinne. Und auch autotechnisch ist das natürlich so, dass es, wenn mehrere Leute fahren, ein bisschen Platz benötigt, wenn man große Koffer hat. Ja klar, Handgepäck noch, da werde ich ganz, ganz viel reinpacken. Alles, was so geht, auch mein Abendkleid. Ich bin nämlich immer noch so, dass ich immer Panik habe, irgendwo bleibt ein Koffer auf der Strecke, gerade wenn wir umsteigen. Und dann habe ich doch schon gern gewisse Sicherheit im Handgepäck. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber das ist im Moment so meine größte Angst, die ich noch habe. Flugangst habe ich ja zum Glück nicht mehr, ganz im Gegenteil. Auf den Flug freue ich mich schon mega. So, und jetzt gehe ich mal kurz zu meiner Deko und zeige euch das natürlich auch. So. Auf die Tischmitte soll dann eben dieses Tablett. Da habe ich schön von unserer allerersten Kreuzfahrt mit der MSC Orchestra haben wir uns ja dieses Modell mitgebracht. Das finde ich da ganz schön. Das andere ist ein Souvenirglas von Royal Caribbean mal gewesen. Da konnte man dann irgendwie Cocktails kaufen und dann
hat man da ein bisschen mehr bezahlt und konnte dann so ein Souvenirglas mitnehmen. Die Kokosnussschale, die hatte ich mal von einem Eis. Da gab es hier so bei so einem Tiefkühl-Großhändler, hätte ich was gesagt, den wir hier vor Ort hatten, so ja, halt dieses Kokoseis, was es dann da immer drin gibt zum Auslöffeln. Und ich habe die Schale halt behalten und ein bisschen Dekoration von gemacht. Ja, hier haben wir dann natürlich ein bisschen Sand und ein paar blaue Steinchen, die dann so ein bisschen das Meer symbolisieren. Natürlich auch eine Palme. Und hinten steht was, das werde ich bestimmt auch noch irgendwie in die Deko einbauen. Das ist ein Geburtstagsgeschenk gewesen von meiner Schwägerin und ihrem Partner. Und das fand ich ganz witzig. Das ist eine Spardose. Ich habe sie jetzt aber einfach mal als Deko hier stehen und finde sowas einfach immer ganz toll. Ja, und was es sonst noch so gibt, mal schauen. Passende Servietten, okay, mit New York jetzt drauf. Miami wäre natürlich jetzt passender, aber USA passt ja. Die habe ich noch von einer Geburtstagsfeier, die ich gemacht habe. Und zwar damals, als wir dann New York gebucht hatten. Das war 2017 mein Geburtstag. Den habe ich hier unter dem Motto New York meets Bahamas dann quasi gemacht, weil wir ja von New York aus eine Bahamas-Cruise gemacht haben. Ja, und wie ihr seht, sowas mache ich eigentlich ganz gerne, dass ein bisschen was themenstimmig passt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich so der Samstag entwickelt. Und es wird bestimmt dann toll, so wenn wir uns gemeinsam auf diese Schiffsreise freuen, Details besprechen. Ja, schade, dass halt meine liebe Freundin aus dem Allgäu natürlich nicht für so eine Fahrt hierher anreisen kann. Aber wir haben auch eine eigene Facebook-Gruppe für diese Crews und von daher kann man da auch immer alles besprechen. Ja, so, jetzt werde ich mich gleich noch aufmachen, noch ein paar Besorgungen machen, so langsam auch schon mal die ersten Sachen einkaufen, was es so für die Hotdogs und so weiter benötigt. Und dann muss ich natürlich auch noch ein bisschen was arbeiten und nachher ist noch Family Time. Ja, und ansonsten hören wir uns dann wieder, wenn ich den Vlog vom Samstag fertig habe. Bis dahin, tschüss!